Wir haben ja einfach versucht, wirklich wieder ein Album zu machen, was nach uns klingt, aber eben was auch wirklich nach uns klingt, wie wir heute klingen. Die Ruhe und Entspanntheit auf dem zweiten Album ist für mich der vornehmliche Fortschritt, der mir zum ersten Album nochmal passiert ist. Ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Ruhe. Bisschen mit Sachen gespielt, auch in der Nachbereitung noch von den Aufnahmen, und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Kombination. Diese Vermischung eigentlich aus einem rein akustischen Jazzquartett mit einem ganz subtilen Produktionsansatz finde ich wirklich, eine spannende Sache, und das ist auch was ich mir gerne anhöre, und ich glaube, das macht unser Album besonders. Die Pop-Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben, spiegeln sich tatsächlich im zweiten Album wieder in Themen, die teilweise noch mehr auf den Punkt sind und wo wir uns trauen, wirklich klare Aussagen zu machen. Und das erreicht mich auf jeden Fall total und freut mich sehr, dass wir da einen sehr direkten gemeinsamen Weg gefunden haben. Man kann sich das ja eigentlich gar nicht mehr so oft erlauben, aber das ist in dieser Band versuchen, oder zumindest ich für meinen Teil versuche, wirklich das, was ich eigentlich machen will, musikalisch wirklich so umzusetzen und mir da keine Grenzen zu setzen. Wo mich Heiko so ein bisschen inspiriert hat, in seinem Writing Sachen auch mal liegen zu lassen und so ein bisschen reifen zu lassen, mal in die Probe zu bringen, wieder mit nach Hause zu nehmen. Das merkt man, glaube ich, auch am Writing von Heiko und mir, dass wir uns da auch annähern, was auch eine sehr schlüssige gesamte Albumwirkung dann aufweist jetzt. Das ist immer noch unser Hauptziel, Leute zu erreichen. Einfach gerne viel spielen, weil das ist immer das Wichtigste eigentlich bei uns. Und macht uns am meisten Spaß, unterwegs zu sein, Konzerte zu spielen und das Ganze drumherum. Das ist einfach das, warum wir das machen. Es ist eigentlich immer genug Raum und auch immer Bedarf daran, die Musik jedes Mal bei jedem Mal spielen wieder neu zu entdecken und neu mit Leben zu füllen.